willkommen. Der Raum ist voll. Also unsere Fans sind herausragend. Ich glaube, im Amateurfußball, gerade hier in Hamburg, gibt es keine vergleichbaren Fans. Und die sollen einfach ihr Ding durchziehen, wie sie es sonst auch machen. Das ist Motivation für uns schon genug. Und ich freue mich schon, aufs Feld zu laufen und darüber dann im Block C zu gucken und dann unsere Fans da zu sehen. Also ich habe es letztes Jahr schon miterlebt mit unseren Fans, die waren grandios. Ich denke, das wird sich wiederholen, wenn nicht sogar noch besser werden. Und ich freue mich auf unsere Fans, da sind auch genügend Karten verkauft worden bei uns. Und ich denke, da können wir allerhand erwarten. Ehrlicherweise habe ich gar nicht mehr alle Runden parat, aber grundsätzlich sind wir, glaube ich, relativ souverän ins Finale eingezogen. Das einzige Spiel, was so ein bisschen auf der Kippe stand, war das Spiel gegen Lienhoff, was wir dann im Elfmeterschießen gewonnen haben. Aber sonst sind wir souverän ins Finale eingezogen bisher. Ja, sehr emotional. Also wir als Mannschaft haben halt viel geleistet. Ich denke aber nicht nur die Mannschaft, sondern der ganze Verein, der steht komplett hinter uns. Es waren emotionale Spiele, waren aber geile Spiele. Wir hatten da richtig Spaß dran, haben uns gefreut, dass wir natürlich am Ende als Sieger vom Platz gegangen sind und freuen uns jetzt einfach, dass sich das gelohnt hat, dass wir so gekämpft haben und alles dafür gegeben haben und jetzt halt im Finale stehen. Ich freue mich eigentlich am meisten darauf, auf das Feld hier aufzulaufen und die geile Atmosphäre hier zu spielen. Ich bin letztes Jahr hier gewesen als Zuschauer, habe mir das Pokalfinale angeguckt und habe mir letztes Jahr gesagt, da möchte ich nächstes Jahr auch hin. Habe ich geschafft und darauf freue ich mich am meisten. Also ich freue mich eigentlich, für mich ist natürlich immer noch ein normales Fußballspiel, halt natürlich mit einem gewissen Charakter. Ich freue mich einfach nur, dass der Schiedsrichter anpfeift, das Spiel losgeht und wir dann am Ende als Sieger vom Platz gehen. Das wäre natürlich das Großartigste, aber dafür müssen wir erstmal hart kämpfen und alles geben.